Ja, moin Leute, euer Venix am Start. Heute rollen die Würfel. Wir gehen rein. Eine Runde Snake Eye. Und das ist spannend. Ich glaube, ich take den Loose hier. Nimm den Coin mit. Potenziell nächste Runde. Die Frage, was machen wir diese Runde? Leveln kostet mir 1 Spiel. Der wäre schon gut, ne? Wir nehmen den Patient Scout mit. Soll dieser kleine Mann uns einfach mal carryen? Good luck out there. I believe in you. Close. Ja, wir haben mit am wenigsten Ammo angefangen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da rausholen können. Hier zu leveln würde wehtun. Gucken, welche One-Drop wir holen können. Eklig. Dann gehen wir mit Skyfin. Ich hatte überlegt, ob es Tough Task ist, aber es ist erstmal Skyfin, weil ich noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ja, Quest wird interessant. Schlimmsten Hits ever. Ja, okay. War nicht wahrscheinlich, hier das Unentschieden zu machen, aber es war möglich. Ich level eine Runde early hier. 20 Karten auf die Hand nehmen. Warlocks und Drachen spielen. Hat ihm eher den Arsch, oder? Klar habe ich nichts auf der Hand hier. Bran versucht natürlich entweder auch Murlocs oder Drachen zu spielen. Er kriegt schon die Guidance bei Drachen im Shop, wenn er die Quest ready hat. Da könnte uns was erwarten. Nächste Runde dürfen wir nochmal würfeln. Wir sind eine Runde früher auf 3. Jetzt müssen wir aber auch gute Free Drops finden, sonst hat sich der ganze Quatsch nicht gelohnt. Wir haben aber noch den Free Reroll von der Anomalie. Plus das extra Gold vom Würfel nächste Runde. Also nächste Runde könnte dann unser Rescue-Turn so ein bisschen sein. Wir müssen stabilisen. Wir sind deutlich unter allen anderen. Ihr seht hier die Leute zwar auch schon low, aber der Rest hier oben, 13 Armor noch, 16 Armor sogar. Da ist einiges drin. Halleluja. Wenn der es schafft, Sinstone ready zu kriegen, in dem Moment, wo der auf 5 levelt, dann kracht es aber richtig. My work here is done. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. I like it. Warte mal, was hat denn der gemacht? Hält der was auf der Hand? Ah, der hält einiges auf der Hand. Okay. Wie viele von den Barnstormen habe ich jetzt schon gesehen? Wie viele? Gar nichts. Scheiße. Den mit rollen einmal. Muss Drachen und Murloc spielen, richtig? Frage ist, was ist gerade mehr wert? Ist es mehr wert, die Runde zu gewinnen und kein Damage zu bekommen? Oder ist es mehr wert, hier die plus 2 Attack da drauf zu bekommen? Plus 2 Assist, ja. Nach 2 Runden, dann kann ich Patient Scout für einen 6-Drop gehen lassen. Wenn ich dann auch die Quest ready habe, habe ich die Chance, den 6-Drop mit Victim Spectre zu verdoppeln. Denn die letzte Unit, die auf meinem Board stirbt, kriege ich verdoppelt. Good luck out there. Oder alle mal an den Spot gehen, wäre auch gut. Wow, Rips noch Captain, Double Scaly, das zerreißt natürlich.
mehrfach den. Hat zwar diese Runde 5 HP gekostet, was nicht viel ist für Turn 5. Kann man auch schon mal 13 oder so kriegen, wenn es ganz wild läuft. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht, das Risiko eingegangen zu sein. Wir rollen nochmal. 3 Gold. Der muss kommen. Der muss kommen. Spielen muss ich die richtig? Play, ja. Okay. You deserve better. Here, have a gold. That is a noble minion on your side. Will ich den schon ready haben? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Auch Victim Spectre ready. Den Kram nach hinten, vielleicht kann man den trippeln. Nächste Runde ist Leveln angesagt. Good luck out there. I believe it. Blitz oder was macht er? Aber aus. Ripple, called it. Gut positioniert. Gut. You look, I mean, you did amazing out there. Wir dürfen erst den 5-Drop entdecken. 10 Stone. Wir dürfen den 6-Drop entdecken. Warpwing oder Ignition? Wahrscheinlich eher Warpwing, oder? The likes of you will not survive. Hello, Luna's gonna be there. Why, of course, I can take that one here. Here's a gold for it. Fürs Money und fürs Scaling hier genommen. Ich bumpe mal. Dann soll entweder Sandstrone oder Warpwing zuletzt sterben. Master of Realities wäre drin, ne? Wenn ich Sandstone Drakes und Master of Realities stacken kann damit, wäre wild. Halt noch kein fünftigen Bild. 2 Runden noch, dann darf ich wieder würfeln. In Turn 9 also. Good luck out there. I believe in you. Da wird schon. Wartet wahrscheinlich auf den Rohrruck, um den golden zu machen. Nichts stirbt mehr. Schade, da krieg ich eine Shit-Unit. Und irgendeinen Murloc, den ich da hatte wahrscheinlich. Weiß nicht welcher. That one has a pure heart. I can tell. Tower like this was only a dream for this video. Until you came along. Thanks. This place needed a makeover. The fate of the world hangs in the balance. Entweder der Triple, das oder das. Alle Optionen. Alle Pair wäre natürlich geisteskrank. Opwing Pair wäre auch gut. Dicke Pferd, wir kriegen den eh nicht besiegt. Wir verlieren zu 100%. 50-50 Pferd kriegt man in Turn 8 nicht besiegt. Es ist lächerlich. Nerf diese Scheiße, dass die erst nachträglich so groß wird oder so. Oder macht es halt schwerer zu bekommen, aber die Zeitpunkte, zu dem man die ready hat, sind immer so spät. Ich guck mal, ob ich den Kalle rausholen kann. Links hinten? Ich bin Kalegos. Let's go! Auch wenn wir hier low gehen. Ah, wir sind nicht mehr unter Damage Cap, wir sind nicht low. Aber wir haben Kalle gekriegt. Victim Spectre. Wir suchen einen Brand, wir suchen einen Brand, wir suchen einen Brand. Einen Brand, wir suchen einen Brand, wir suchen einen Brand. Würfeln, würfeln, würfeln und hier auch. Ein bisschen
Extra Gold. That one's a work of art. That one has a pure heart. I can see. Im Botspace für. Und schon mal ein Brandy Boy. Triple Kalegos. Okay, das läuft doch ganz gut gerade. Ah, das ist alles nicht so geil. Schade. Gucken. Er ist gut, aber ich muss hier auf Scaling gehen. Ach, da ist Hunter of Gatherers. Noch ein Kalegos. Wer wird den nicht nehmen, oder? Noch ein Kalegos oder ein Murazond würde mir zumindest nochmal Platz geben. Ja, die zwei schlechtesten Drachen haben hier gerade das Schild abgesandt. Die hat mich schlecht gesichert. Stirbt hier überhaupt was? Wenn hier nichts stirbt, wird nichts. Ich krieg nichts von der Quest, ist das Bild. Okay. Hä? Warum ich noch ein... After each comic, get a plain copy of the last friendly minion that died. Ah, the last friendly minion that died war davor den Fight Kalegos und weil hier nichts gestorben ist, bleibt es Kalegos. Why not? Das. Boah, jetzt wird's aber schwierig, das noch irgendwie unterzukriegen. Nee, dann kann er nicht bleiben hier. Weg damit. Start somewhere. Ach, warum nicht auch noch ein Bran? Who knows what secrets we have? You deserve better. Here, have a go. Magical things come in smaller packages. Gibt Schlimmeres, ne? Hält man den Kalegos hier hinten? Die sollen ja relativ zügig sterben und dann können die Kalles möglicherweise die Last Units sein, die sterben, ja. Why not? Vielleicht hätte man sogar dem Brand nicht Spott geben sollen, um zu versuchen, auch noch einen goldenen Brand hinzukriegen, wobei man da sagen muss, das ist ja auch irgendwie dann ein bisschen viel des Guten und eine kleine Spott-Unit hat immer das Potenzial, dass eine angreifende Gottesschild-Unit so ihr Gottesschild verliert. Deswegen machen wir das jetzt. War es richtig? Ich habe halt keinen Boardspace für noch einen weiteren Warpwing. Deswegen war es, glaube ich, richtig, den Kalegos zu buffen, damit es wahrscheinlicher wird, dass er vielleicht das letzte stirbt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall zu 100% die Frage, es stirbt noch was. Kalegos gestorben? Ich bin Kalegos. Let's go! How many Kalegos is too many Kalegos? Ich hab kein Boardspace für den. Kann den nicht spielen, ich muss warten, bis ich den getrippelt krieg. Why, of course I can take that one. Here's a gold book. Auch klein. Kalegos klauen. Wehe, er klappt mir meine Kalegossen. Kalegi. Das ist der richtige Plural von Kali. Die Kalegi. Nächste Runde darf ich würfeln. Ich glaube, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es sich vielleicht lohnt, auf 6 zu gehen, um Kalle zu finden. Er wird natürlich von einem Kalle träumen. Frage ist, hat er mit seinen Trippeln einen bekommen? Weil aus dem Shop kann er ihn noch nicht holen. Ein Kalle sie alle zu knechten. Ach, zwei Kalle sie alle zu knechten. Ach was, drei Kalle.
Let's go. Ja, Double Golden Caligos plus Bran wäre halt wild. Wenn man den Bran dann auch noch Golden kriegt, ist komplett vorbei. Aber so reicht's schon. Ich habe Double Gottesschild, ich habe durchs Durchrollen kriegt der Dick Stats, der hat eh noch die Immunität zusätzlich. Das ist schon insgesamt sehr, sehr stark. Dann 11 muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, guck mal, wie weit er davon weg ist, hier irgendwas zu reißen. Da stirbt nicht mal mehr ein Kalli. Aber er hat halt Glück, dass er überdamaged ist. Vielleicht kriege ich einen Bran, oder? Das wäre auch vollkommen kick, wenn ich einen Bran zu. So. Einen Bran und einen Kali. Wir sind nicht far off vom Dreambuild hier. Nee, so weit sind wir gar nicht weg. Let's see. Ja, sagen wir mal, ist okay. Ist okay. Jetzt Kali? Ach, dann level ich nicht. Wofür? Wofür soll ich leveln? Wofür sollte ich leveln? Der nächste Ali-Player oder was? Keiner auf 6 gelevelt. War auch nicht. Ist gut. Kriegen wir so hin, Leute. Kriegen wir so hin. Da. Jeder Kampfschrei, den wir spielen, ist plus 1 plus 1 und durch den goldenen nochmal plus 2 plus 2, also insgesamt plus 3 plus 3, verdoppelter Kampfschrei plus 6 plus 6 für alle Drachen. Jeder Kampfschrei, den wir spielen. Das ist schon gut. Das ist schon grundsolide, muss man sagen. Jetzt muss man nur ein bisschen öfters auch die Kampfschrei finden, die uns wieder Karten geben, damit wir mehr durchrollen können. Das ist Drakithas, das ist Murazond, das ist auf Tavern 4 der Tavern Tempest, so Sachen halt. Was für ein Spell habe ich nicht vergeben? Gut, es wird gebammt. Gut gedingt, sie don't see. Caligos. Bitte den Caligos, bitte den Caligos. Ah, er hätte den Caligos hinten rein. Das wär's gewesen. You were great in that bath. Alter, was sind denn das für. Würfelglück habe ich ja nicht, ne? Ach, Kacke, da war ein guter Kampfschrei. Den bringt's nicht. Ich mach mehr Stats, wenn ich Kampfschrei spiele. There is so much power in this one. Now take it. Wow. Here we go. So much stronger than before. Zum Glück hatte den Caligos. Want a peanut, Nanners? Want a peanut, Nanners? It's just a little sand in your eyes. Jeder Kampfschrei ist plus 8 plus 8 für alle Drachen. Oder noch mehr? Ne, noch mehr. Der ist ich habe einen goldenen Brand. Was erzähle ich euch da? Der Quatsch. Sieben Triple D. Ich habe schon absolut geheiratet und habe 6 Triple. Let's see. It's your destiny to win this. Scam, Double Scam, Scam, Scam. Das ist Scam-a-lot also. Aber damit haben wir den größten Teil des Scams schon fast ausgesessen. Noch einmal der und noch einmal Venom, aber den können wir noch töten. Oh, nochmal Scam da drin. Schön. Scam more. Okay, den Scam haben wir geholt. Dann ist er tot, oder? Nee, ach. Oh, Gott sei Dank.
damit ist er tot. Wäre er sowieso tot gewesen, er hat 12. Ne, wenn ein Kalligos gestorben wäre, hätte ich nur 11 gemacht. Huhuhu, close. Close, close, close. I mean, you did amazing out there. Dum, 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 dum. So, ich kann noch würfeln, ja. Ich würfel aber auch gerade richtig stark. Zum Glück ist dieses Game nicht mehr von meinem Würfeln abhängig. Mach mal Murlocs. Wäre so undankbar, wenn man jetzt hier ernsthaft gescampt wird. Also ich glaube, Double Kali plus, also Double Golden Kali plus Golden Bran. Erzähl mir nicht, dass man da gescampt werden kann. Please not. I shit you not. Es ist keiner auf 6 gegangen, weil man nicht auf 6 gehen braucht, um den Scheiße zu entdecken. Ich glaube, der hat keine Chance gegen uns. Der wird die ganzen Kalligos nicht finden, weil wir schon alle haben quasi. Der hat gar nicht so viel Scam. I think we got this. Wenn er noch aus der kommt, hat auch nicht der. Bam! Sowas von in die Ecke gestellt, den Kollegen. Schöne 28 Damage, go home. Und der andere Drachenplayer hat keine Chance. Oh, das hätte ich aber gerne noch gespielt. Leute, was eine Runde. Golden Bran, Double Golden Kali. Und dann rastet man aus. Endlich hat's mal geklappt. Sonst ist Drachen sehr, sehr langsam. Aber wenn man da direkt hinpiekt und dann mit Victim Spectre gut positioniert und ein bisschen kontrolliert, was man da vielleicht bekommt, kann es ordentlich abgehen. Ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst doch gerne ein Abo oder Glocke like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus.